Die kann ich eigentlich auch auslassen. Ach so, Moment, 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 Moment. Was ich vorher noch tue. Erstmal tue ich das weg. Ich tue mal das und ich tue mal das und ich tue vor allen Dingen mal das. So, zeige ich euch das gleich mal. Die wir von dem Kind bekommen haben. Das Kind, das gesagt hat, mein Papa ist weg und meine Mama ist auch weg. Und jetzt schauen wir erstmal das Vorstellungsvideo des Bosses an quasi. Bestien überall. Ihr werdet zu ihnen gehören. Früher oder später. Oh, das Mundtiro, Alter. So, das ist Para Gascoin. Dem spiele ich mal was vor. Das gefällt ihm gar nicht so gut. Und der ist ganz schön böse, der wird auch noch viel böser später. Was macht der? Der haut irgendwie in alle Richtungen, nur nicht in die, in der ich stehe. Oh, krieg's durch! Ich krieg's durch, aber er kriegt's auch. Oh, ach, warum heile ich mich denn? Das süße Blut. Oh, es singt für mich. Genug, um einen Mann krank zu machen. Und ihr seht, er ist natürlich auch ein Jäger. So wie wir. Er hat auch eine Schusswaffe und eine Trickwaffe. Und macht quasi genau dasselbe wie wir. Und kann aber was anderes als wir, nämlich das hier. Und jetzt ist er ganz böse, jetzt ist er ganz böse. Jetzt ist er ganz fieslich böse und gemein. Was? Okay. Aber nein! Okay. Stimmt. Von hinten höre ich den Molly-Rad. Das wäre natürlich eine Idee gewesen. Ich habe leider nur noch zwei. Aber ich habe gedacht, der Pater an sich ging so gut. Komm, mach hier, zack, kaputt. Das ist immer halt dein Problem. Ja, ja, ja. Ging so gut, komm, ich mach noch zack eben. Das ist das Problem. Das ist wirklich das Problem. Naja, eher. Ist ja nicht schlimm. Wir sind ja relativ schnell wieder da. Könnte ich auch die auslassen alle, aber die Fiolen holen ist immer gut. Fiolen holen. So, komm her. Oh, sagt er. Oh, ja komm, ja komm. Man hat auch zwei Blutfiolen, das ist sehr schön. So, Dicky Nummer 2. Haut mich hoffentlich nicht zu Brei. Komm. Da hüpft er. Da hüpft er. Damit hatte ich nicht gerechnet. So. Zwei Blutfiolen nehmen. Direkt wieder zwei mitnehmen. Und es war sehr klug von mir, dass ich die Pro-Strat angewandt habe, den Aufzug wieder zurückzuschicken. Mach ich jetzt auch mal. Spart halt einfach Zeit. Na, kommt der Ball? Ball, 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 kommt nicht. Jetzt kommt er. Achtung. Wow. Achso, für die, die es interessiert, die es vielleicht nicht wissen, man kann theoretisch, ich weiß nicht, ob man wirklich alle parieren, also parieren kann, aber zumindest hier den Pater, man kann ihn parieren, weil er kann es auch, er ist halt ein Jäger. Man muss es halt nur schaffen und das ist mir halt meistens zu riskant, weil ich krieg das Timing nicht immer hin.
Und wie ich jetzt schon dreimal gesagt habe, wenn ich dann denke, jetzt muss ich parryen, dann mache ich nichts anderes mehr außer parryen und sterbe im Endeffekt. So, du musst leben, das ist schön, aber das wirst du nicht schaffen. So, und dann gehen wir jetzt hier hoch und sind schon wieder da. Durchschreiten den Nebel. Para. Oh, da bist du ja. Ich wollte gerade sagen, wo bist du? Hier, guck mal, hör mal. Aua! Nochmal anfällig? Ne, warte doch. Das wäre zu früh gewesen. Weil den kann man natürlich nicht dauer betäuben damit. Jetzt macht er auch einen auf Zweihand-Axt. Hat er gesehen, wie gut das bei mir klappt, da wollte er das auch machen. Eieiei. Eieiei. Hallo. Hallo, darf ich mal aufstehen? Das wäre ja lieb. Ich weiß gar nicht, wo ich bin hier. So, komm hier, Spieluhr, pass mal auf. Ja, ich weiß nicht. Molotow so. Okay, jetzt habe ich einmal getroffen, immerhin. Eieiei. Aua. Ich komme nicht weg. Doch, ich lebe noch. Oh Gott, ich lebe noch. Oh, hier sind meine Echos. Danke. Hui. Ich habe mal mitgenommen. Hä, wo ist er? Also der hat echt schnelle, fiese, böse Kackangriffe. Ah ja, geh weg. Josefka, ich nehme dich mal gerade. Ich weiß nicht, was du machst, aber ich nehme dich jetzt. Josefka, ich nehme dich hart ran. Eieieiei, lass mich noch weg gerade. Jetzt möchte ich wieder da sein. Jetzt möchte ich wieder weg sein, bitte. Ich möchte bitte weit weg sein. Uiuiuiuiui. Komm, du hast ihn mir fehlt. Du musst jetzt. Nein! Ich lebe noch! Lauf! Nimm was! Oh mein Gott! Nein! Lass mich! Nimm was! Lauf! Nimm noch was! Und jetzt lauf! Oh Gott! Wo ist er? Was macht er? Okay. Ich muss hier wieder weg. Ich muss da oben hin. Da habe ich bessere Übersicht. Hier sind zu viele Gräber, zu viele Sachen, die mir im Weg stehen. Oh Gott, mein Puls. So, wo ist er? Da. Ich höre ihn tapsen. Werwolf, ich höre dir trapsen. Eieiei. Ja! Boah! Ja. Ja, bitte. Nimmst die Spieluhr denn ganz am Anfang? Nimm die, wenn der Werwolf ist. Das stimmt. Da ist er mir zu schnell. Da habe ich zu viel Angst, das Fenster nicht richtig zu wählen. Und dann, weil der ist ganz schön böse. Ja, und jetzt wird's traurig. Ihr erinnert euch an das Mädel. Das Mädel hat gesagt, Mutti hat eine rote Brosche und Mutti liegt auf dem Dach mit der roten Brosche, die wir jetzt mitgenommen haben. So, wir haben auch ein Lämpchen. Aber wir gehen noch nicht zurück, denn wir kommen sehr bald zum nächsten Lämpchen, was gar nicht so weit entfernt ist, und da gehe ich noch eben hin. Wir haben auch den Schlüssel zur Oedon-Kapelle bekommen, zur Oedon-Kapelle quasi. Ödon Grabschlüssel. Entschuldigung, nicht zur Kapelle, sondern von der Kapelle zum Friedhof quasi. So, und da gehen wir dann hier wunderschön, weil wenn man von der Kapelle zum Friedhof wollte, musste man erstmal durch die Abwasserkanäle. So baut die Kirche doch gerne ihre Sachen.
So. Hier haben wir einen Zettel. Die Birkenworth-Spinne verbirgt alle möglichen Rituale. Eine furchtbare Schande. Es bringt mich zum Schaudern. Und hier eine Truhe. Und es gibt hier keine Mimics, keine bösen Truhen, soweit ich weiß. Und wir kriegen ein Blutedelstein-Werkstatt-Werkzeug. Damit können wir in der Werkstatt unseren Waffen Blutedelstein hinzufügen und sie so verstärken. So, es gibt eine Sequenz. So, Kathedralenbezirk. Und hier haben wir nämlich direkt schon die nächste Lampe und hier stehen noch ganz viele andere Geister rum, also andere Spieler, die gerade irgendwo sind. Und wir haben hier einen Gruselheinz am Boden, der aber ganz lieb ist, mit dem quatschen wir mal. Hm. Oh, ihr müsst ein Jäger sein. Verzeiht, der Weihrauch muss euren Geruch überdeckt haben. Gut, gut. Ich habe auf einen von euch gewartet. Wegen dieser Jagden haben sich alle drinnen verschanzt und warten darauf, dass es endet. Das tut es immer. Das war schon immer so, wisst ihr? Seit Ewigkeiten. Aber dieses Mal wird es kein gutes Ende nehmen. Sogar in ihren Verstecken werden manche böse. Das Schreien der Frauen, der Geruch von Blut, das Knurren der Bestien. Es ist nichts Ungewöhnliches mehr. Janam ist am Ende, das sage ich euch. Aber wenn ihr jemanden trefft, der seinen Verstand beisammen hat, erzählt von der Oedon-Kapelle hier. Hier ist man in Sicherheit. Der Weihrauch hält die Bestien ab. Erzählt es allen. Sagt allen, sie sollen herkommen. Wenn es euch nichts ausmacht. Der klingt ein bisschen gruselig, aber er ist eigentlich ganz lieb. Ich weiß, ich sollte nicht darum bitten, aber wenn ihr auf der Jagd jemanden trefft, erzählt ihm von der Oedon-Kapelle hier. Falls sie es wert sind, davon zu erfahren zumindest. Oh, ich hoffe wirklich, dass sie das sind. Ich glaube, das ist einfach nur ein bisschen unsicher und verunsichert. Okay, sagt er dasselbe. So, hier können wir nämlich Leute hinschicken, wie die eine Frau, die gesagt hat, kennt ihr einen sicheren Ort? Nein, gut, dann haut ab, ihr blöder Jäger. Der könnte mir jetzt sagen, hier, geh in die Kapelle und dann geht die dahin. Wir können auch noch uns jetzt mal gleich einen anderen Ort nochmal freischalten, wo wir Leute hinschicken können. Fällt mir dabei gerade ein. So, aber erstmal schauen wir hier. Wir haben jetzt einige Abzeichen bekommen. Könnten jetzt natürlich wahrscheinlich meine momentane Waffe nehmen, die noch nicht. Entschuldigung. Ich dachte, wir könnten schon das Schwert kriegen, aber können wir nicht. Wir können den Hammer kriegen. Da brauche ich aber noch mehr Geschicklichkeit für. Der skaliert natürlich ein bisschen besser auf Stärke als die Axt. Ich weiß nicht, soll ich mir den holen? Wollen wir mit dem Hammer kämpfen? 105 plus 24. Und meine Axt macht gerade. ...116 plus 22. Ja, macht mehr, aber dafür ist sie auch zweimal verstärkt, wie gesagt, zum Hammer. Soll ich mal den Hammer probieren? Komm, probier jetzt mal mit dem Hammer ein bisschen. Soll ja ein Stärkebild werden. Dann probieren wir auch mal den Kirchenhammer. Der ist nämlich eigentlich schon ganz cool. So, das heißt, für den brauche ich jetzt noch ein Geschicklichkeit, wenn mich nicht alles täuscht. 10, ja genau, ein Geschick brauche ich noch. Dann level ich das mal eben, damit ich den Hammer überhaupt nutzen kann. Komm daheim, was für... Nun gut, lasst mich... So, ach, kann ich gar nicht. Okay, warte, kann ich aber doch sowohl gleich, sowohl als auch gleich. Ich mache mal hier die beiden kleinen Kaltbluttaus auf. Das reicht, genau. Perfekt. Willkommen daheim. Brauche nachher trotzdem noch mehr, fällt mir gerade auf, weil wir die dann auch noch verbessern wollen, wenn wir denn genug Dinger haben. So, ein Geschick. So, damit können wir jetzt hier... Wir können auch zwei Waffen anlegen, die wir dann hin und her wechseln können, was sehr cool ist. So, wenn ich jetzt nämlich den linken... Nee, den rechten. Also, da haben wir den Hammer. Der ist einmal so ein kleines Schwert, was eigentlich schon ganz cool ist. Aber... Bams! Sehr langsam, aber sehr mächtig, hoffentlich. Okay. Ja, wir probieren es mal ein bisschen mit dem Hammer. Schwert und Hammer. Oh,
German hat auch noch was zu erzählen. Dann hören wir ihm mal zu. Der Mond ist nah. Das wird heute Nacht eine lange Jagd. Wenn die Bestien größer werden und eure Lebensgeister auslöschen wollen, sucht einen heiligen Kelch, so wie alle anderen Jäger vor euch. Ein heiliger Kelch zeigt euch das Grab der Götter, wo Jäger an der Gemeinschaft teilhaben. Okay, wir sollen einen Kelch suchen. Die meisten der heiligen Kelche liegen tief unten im Grab der Götter. Und die wenigen, die an die Oberfläche gefunden haben, gingen in den Händen der Menschen verloren. Doch wenn die alten Jäger sagen, wahr sind, wird einer der heiligen Kelche im Weiler im Tal angebetet. Doch dort herrscht Chaos. Er wurde niedergebrannt und verlassen aus Furcht vor der Plage und beherbergt nur noch Bestien. Der perfekte Ort für Jäger findet ihr nicht. Ja, doch, finde ich auch. Hast du noch was zu erzählen? Einer der Okay, dann mal eben gucken. Hätte ich denn... Nein, okay, ich hätte gar keine Scherben für den Hammer, kann ich also nicht verstärken. Blutedelsteinverstärkung. Verstärke Waffen, Blutedelstein. Blutedelstein verleihen Waffen besondere Eigenschaften. Wenn wir jetzt gucken, wir haben leider keinen, wir können uns aber einen machen. Und zwar, wir haben ja die Brosche von der, von des Kindes Mutter bekommen, hier. Das Ding ist, wir können ihn ihr zurückgeben. Es hilft nur nichts, weil es nimmt nie ein gutes Ende mit ihr, deshalb mache ich mir da einen Blutedelstein draus. So, den kann ich dann immerhin in die Axt packen. Macht nämlich plus 2,7% physischer Angriff, das sind immerhin 4 Schaden, und Wiedergewinnungspunkt plus 1,8. Nein. So, dann heißt das, wir müssen noch ein paar Steinchen farmen dann in naher Zukunft, damit wir den Hammer noch ein bisschen aufwerten können. Wir können den aber erstmal so benutzen, das ist ja alles gar kein Problem. Und was ich jetzt noch schnell machen wollte, euch noch kurz was zeigen, bevor wir dann Feierabend machen. Also ich für meine Aufnahme heute. Wir gehen nochmal ins Krankenzimmer im Erdgeschoss. Ihr erinnert euch an Josefka, da haben wir auch eben die Blutfiole genommen im Kampf gegen Gascoigne. Und wir haben mal geklopft und sie hat gesagt, nee, hier bloß nicht reinkommen und ich darf nicht aufmachen. Ich habe hier, Patienten, die dürfen nicht hier mit dem Dings alles in Verbindung, in Kontakt geraten und Quarantäne quasi, Covid-19 damals schon und sowas. Und jetzt, wenn wir, können wir nochmal zu ihr hingehen? Ich meine, ich möchte dich etwas getan haben. Schau mir mal. Oh, ach, hallo. Wunderbar. Ich habe eine kleine Bitte. Ihr geht bald auf die Jagd, nehme ich an? Also, wenn ihr Überlebende findet, sagt ihnen, sie sollen zu Josefkas Klinik kommen. Map. Wenn sie noch menschlich sind, werde ich mich gemäß meinem Eid um sie kümmern, sie vielleicht sogar heilen. Diese Krankheit, diese Bestien, man muss sie nicht fürchten. Dieses Mal dauert die Nacht lang. Ich sitze hier zwar fest, aber ich möchte trotzdem helfen. Ich gebe euch sogar eine Belohnung für eure Mitarbeit. Verlockend? Na, dann zieht los. Ich will jetzt eine Belohnung. Wenn ihr jemanden findet, der noch menschlich ist, schickt ihn zu Josefkas Klinik. Ihr könnt allen versichern, dass es keinen sichereren Ort gibt. Bitte, tut mir den Gefallen. Ja, und die aufmerksamen Audiophilen unter euch werden schon festgestellt haben, das klingt nicht wie die Josefka von vorhin. Jetzt will ich ganz kurz mal ein bisschen den Hammer ausprobieren. Entschuldigung. Wir machen gleich Feierabend. Ist der Werwolf hier? Nee. Ach, das war echt nur der Tutorial-Werwolf, der ist dann nicht mehr da. Na gut. Aber hier sind wir jetzt gleich in Yharnam. Hab ich hier eigentlich, lag hier auf dem Friedhof eigentlich nichts rum? Da habe ich nur wieder was übersehen. Na gut, da hinten liegt was, da kommen wir aber noch nicht hin. Na gut, dann gucken wir mal, wie der Hammer bei diesen Kollegen hier so wirkt.
ist er, da ist er. Ja, wirkt gut, würde ich sagen. Das wirkt auch gut. Jetzt mal kurz das Schwert ausprobieren. Hm, cool, ja. Ja, doch, doch, doch. Ich mag den Hammer. Bäh. So, ich wollte eigentlich hier hoch. Denn hier oben ist die nächste Laterne und ich glaube, wir können noch ein kleines Goodie einsammeln. Was wir nicht dringend brauchen, aber was es schon einfach gibt hier von dem netten Gilbert hier oben. Der ich ja ganz lieb. Und krank. Ach, ihr müsst euch für mich keine Sorgen machen. Ich fürchte, ich kann euch nicht mehr viel helfen. Aber bevor ich... Nehmt dies. Ein Flammensprüher. Ich konnte es nicht gebrauchen. Aber ihr vielleicht. Was mich befallen hat, war unheilbar. Aber diese Stadt hat mir Hoffnung gegeben. Ihr seltsames Blut hat mir Zeit verschafft. Ich habe Glück gehabt. Die Plage der Bestien hat mich unversehrt gelassen. Ich kann sogar als Mensch sterben. Okay, wir machen uns keine Sorgen. Gilbert. Gilbert will als Mensch sterben. Wir gehen zurück in den Traum. Und werden da mal kurz beenden. Und ja, genau. Ah, der Hammer ist schon nice. Da muss ich jetzt mal gucken, dass ich, ich werde wahrscheinlich noch zig von diesen Blutsteinscherben da finden. Wir können erstmal das hier gerade wieder rausnehmen. Können ein bisschen sortieren jetzt hier. Das kann ich eigentlich mal da reinpacken. Und das. Oh, warte. Das und das. Noch irgendwas. Nee, sonst brauche ich da dringend jetzt nichts im Schnellzugriff oben. Okay, dann soll es das diese Aufnahme gewesen sein. Wahrscheinlich sind wir wieder mitten in der Folge. Man weiß es nicht. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Ich habe viel Spaß und wir sehen uns sehr bald wieder, denn es wird sehr bald weitere Folgen geben. Wahrscheinlich schon sofort. Also, bis dahin. Macht's gut. Tschüsschen.